lieber der Piotr. Ja, die gesperrten Zugänge im Kulturhaus. Ich habe es wirklich versucht und meinen durch Matetik-Konzentrat intensivierten Laserstrahl auf die zugemauerten Türen gerichtet. Aber es war kein Durchkommen. Dafür weckte ich die Geister des Hauses auf. Du sahst sie untergehakt an mir vorbeigehen. Was habe ich nur angerichtet? Gibt es nun den Spuk im Bundestag? Zu deinen Osterbratenplänen riefen wir die Hasen-Urmutter an, Märtinerin. Sie sagte, dass es wie bei den Menschen, so auch bei den Kaninchen, häufig Junggesellen von durchtrainierten und gepflegten Äußeren gibt, die sich gern opfern und mit der Vorstellung, nach dem Tode verspeist zu werden, im Gefühl höchster Lust sterben. Diese können dir zur Verfügung gestellt werden. Als Gegenleistung dafür wären kleine Partien deiner Haut, daumennagelgroß, aber in ihren Schichten komplett von der äußeren Lederhaut bis zum Fettgewebe hochwillkommen. Daraus könnten die Feldhasen in ihren Laboren künstliches Leder züchten. Nach dem Motto, aus viel wenig machen, gelänge so die gewaltfreie Modeproduktion von grünen Lederhüten für die Kaninchen- und Hasenwelt. Also was meinst du? Ist ja nur ein Vorschlag. Und deinen Fotos der letzten E-Mail entnehme ich, dass du auch an der Nachzucht organischen Materials arbeitest. Wird das künstliches Kaninchenfell, könnte man das nicht gleich auf die Stellen implantieren, die du bei der Hautspende verlierst? Wenn es dann von dort aus weiter wächst, hättest du irgendwann einen Eigenpelzmantel. Wie toll! Herzlich grüßt dein Neffe Jörn. Lieber Neffe Jörn, ich werde antworten, aber nicht jetzt, nein, ein anderes Mal, irgendwann, wenn du nicht damit rechnest. Überraschend plötzlich, dann aber präzis und unbarmherzig wie das Killerkaninchen Joe. Es sieht doch schon wie ein Verbrecher aus, widerlich wie Godzilla. Hier und jetzt ein Blick in die Zukunft. Dicke Hasenjäger mit Präzisionsgewehren und Tafeln voller Braten. Und dem Kommissar bin ich weiterhin unermüdlich auf den Fersen. Er hat sich in Luft auflösen können. Aber seine Fahrzeuge konnte ich sicherstellen und sein Umfeld verwanzen. Aber er wird schon bald sehen, wohin das führt. Das Verfassen seiner Machwerke musste er unterbrechen, ein erster Erfolg. Doch die Jagd geht weiter. Dein lieber Dieter Piotr. Lieber Dieter Piotr. Leider muss der monumentale Kunstgenuss des neuen Kanalfilms auf morgen Abend verschoben werden. Mein Mitarbeiter wurde durch gesundheitlich riskantes Konsumverhalten ausgebremst. Ja, Crying Bull hatte so recht, als er sagte, Feuerwasser und weißes Fleisch macht die Birne des tapfersten Kriegers weich. Nun wird also der Tag des Herrn zum Tag des Subotniks. Aber ist nicht ein jeder Tag ein Tag für gute Taten? Timur und sein struppiger Trupp erzählen unsterbliche Geschichten. Herzlich grüßt dein Neffe Jörn. Lieber Neffe Jörn, der Sonnabend ist jedenfalls versaut. Jatja Piotr. Thank you.
Ja, Piotr. Ich danke dir sehr für das schöne alte Fotoalbum. Ich bin wirklich überrascht, dass früher alle Hasen ganz kurze Ohren hatten und so wenig Fell. Sie lebten in sehr ansprechend dekorierten Häuschen und fuhren in den Urlaub. Aber sie hießen auch schon alle durchweg Joe oder Josie. Prima, dass manche Dinge einfach immer gleich bleiben. Es lebe die Tradition und die Verwurzelung. Davon schwärmte ich auch schon in meinem gestrigen Film. Ich hoffe, morgen kehrt wieder Leben in eine gewisse Murmeltierhöhle in Kreuzbau ein und ich kann die Kiste flimmern lassen. Morgen zum Sonnenaufgang werden NN und seine löffelohrigen Musen wieder drehen, aber diesmal geht es vor allem um die bittere Gegenwart im ach so wohlhabenden Pelzelberg. Denn ein jeder Künstler, ob durchgängig pelzig oder mit schütteren Stellen, sollte sich nun in den Dienst des Klassenkampfes stellen. Der Filmkoffer steht schon fertig gepackt im Korridor. Josie kocht gerade Kräutertee für die Thermoskanne und Joe schmiert dicke Hamsterstullen. Ich trage schon meinen Kapuzenschlafanzug aus Chinchilla-Kunstfell. Auf uns wartet der Schlaf der Gerechten und dann die Schlacht der Gewinner. Also werden gegen Abend zwei neue Volltreffer der visuellen Balladendichtung ins Netz gehen. Herzlich grüßt, dir eine gute Nacht wünschen, dein Mümme, Neffe Jörn. Liebes Neffenfröschchen, das schlägt dem Fass den Boden aus. Kaum hat man mal was andere zu tun, machen alle was zu wollen, oder was? Erst Wochenende vermasseln und dann mit der Folgen schlappern. Ich will gemütlich Teil 9 bis 12 sehen, weil ich mal Zeit habe nach meinen 17-Stunden-Schichten jeden Tag. Und was ist? Nichts ist Skandal ist, wenn du verstehst. Ich gehe den Ding auf den Grund und gnade NN und seine mageren Viechers. Hab ihn sauteuren Abo und das wart. Aber nicht mit mir, Benito, ja der Pietre. Lieber Djatja Piotr, das Röhrensystem der Channelisation ist leider noch verstopft, sodass derzeit keine neuen Filme durchkommen. Die unerwartet heftigen Verfallserscheinungen der BRD haben sehr viel giftiges Gerümpel hineingespült. Es war guter Rat teuer, denn in meinem Werkzeugköfferchen fanden sich nur ein paar rostige Linolschnittmesser und massenhaft Pinsel mit synthetischen Borsten. Darunter aber kam das Plastikkistchen mit dem Nähzeug hervor, welches mir meine Mutter bei meinem Auszug in die Welt vor fast 34 Jahren mit auf den Weg gab. Als Bodensatz fand ich im Werkzeugköfferchen noch etliche alte Arbeiterfahnen, FDJ-Hemden und Pioniertücher. Der Teufel weiß, wie sie dorthin gelangten. Ich nähte aus dem unverwüstlichen Selastikstoff ABC-Schutzanzüge für Joe, Josie und NN. Das Trio macht jetzt den Weg frei im Kanalsystem. Die beiden Kaninchen nagen und graben mit ihren Krallenpfötchen, was das Zeug hält. NN setzt derweil an anderer Stelle seine bewährte Waffe ein. Als Teegenießer und älterer Herr verfügt er über einen steten Laserstrahl, mit dem er die Wesen, die sich im Müll einnisteten, wegfegt. Schmierige Professoren, hochtoxische Pappeulen, NN schießt sich seinen Weg frei.
Derweil diktiere ich meinem Töchterchen ein paar Geschichten. Denn das liebe Kind plagt sich nicht mit langweiligem Homeschooling an Computern ab, die dafür noch lange nicht reif sind. Nein, sie unterstützt ihren späten Vater und tippt dessen Manuskript in eine alte Adler-Schreibmaschine, die immer funktioniert und die wir auf der Straße fanden. Gutes muss nicht teuer sein. Ich entwickle gerade eine neuartige Serie für NNs Channelisation, die Licht ins Schummrige der Netflix-Gucker bringen wird, die eben bisher nur im Trüben fürchten. Dir als NNs VIP-Zuschauer sage ich als Erstem Bescheid, wenn die erste Folge der Channel-Novela die Umgestalten vor dem Kanal plätschert. Mit Treuegarantie vom Hersteller, jawohl. Die anderen drei Zuschauer können etwas warten. Mustafa vom Späti guckt eh immer nur die erste Folge, jetzt schon über 50 Mal. Er versteht mein Genuschel so schlecht. Will den Text aber auswendig lernen. Frau Schimin vom internationalen Teefachgeschäft und Herr Schneck, stets adrett im blauen Kittel, der gute Geist vom Einkaufsladen am Eck, sind auch überwiegend Freunde des bereits Bekannten. Dir einen, trotz der Länge, schönen Arbeitstag. Mit den besten Grüßen auch an Adolf Hennecke und Frieda Huckauf. Dein Neffe, Jörn! Lieber Neffe Jörn, danke, Glück auf, Petri Heil, Rotfront und Anzapfis, Jatja Piotr. Lieber Jatja Piotr, auch kleine Momente künftiger Schönheit werfen ihre langen Schatten voraus. Ich drehe derzeit fleißig Filmchen um Filmchen für NNs Channel Novela. 5 Folgen sind nun schon im Kasten und werden kommende Arbeitswoche im Kopierwerk für den Kanal wasserfest laminiert. Allerdings gilt es hier, neben gemütlichen Familienbau in Berlin-Tenzelberg mit allerlei Verwerfungen im Verhalten der Familienmitglieder klarzukommen. Nachdem Joe und Josie die Rollen von Karl und Friedrich bei den Dreharbeiten mit Bravour gemeistert haben und jetzt für den Set unverzichtbar wurden, haben sie ihr eigenes Zimmer eingefordert. Ich überließ ihnen leichtfertigsterweise das Kinderzimmer, in der Hoffnung, dass sich mein energisches Töchterlein bei ihrem nächsten Aufenthalt ihr Nest selbst wieder zurückerobert. Allerdings war ich mit den beiden Kaninchendamen zuvor zu Gast in der Kampfschule eines alten Klassenkameraden in Köpenick. Wir hatten den Selbstverteidigungskurs für Künstlerinnen versus Stalker, also nicht der Stalker aus dem russischen Endlosfilm von Andrei Tarkowski, sondern die neumodischen Nervensägen gebucht. Dabei haben die beiden Muckchen ausgerechnet größtes Gefallen an einigen, nun ja, recht fiesen Wurftechniken im Ghetto-Style gefunden. Als sich dann Töchterlein ihr gemütliches Zimmer neu erkämpfen wollte, flog sie erst wie eine Luftpuppe durch dasselbe und wurde dann sodann mit stählernem Krallengriff so lange fixiert, bis sie sich geschlagen gab. Jetzt schläft sie auf meiner Matratze und ich nehme derweil mit dem ehemaligen Auslauf der Muckchen vorlieb. Joe und Josie richten sich seitdem ihr neues Zimmer nach ihren eigenen Vorstellungen ein. In der Hoffnung, dass es dir und in deinen gut erging und weiterhin gut ergehen möge, dass NNs neue Werke in der Kunstkanalisation das Geld für meine eigene Villa mit genug Einzelzimmern für alle ihrer wehrhaften und die weniger wehrhaften Bewohner
Sternchen innen in meine Kasse spülen und dem großen Versprechen, dir als VIP-Kanalisten die folgenreiche Premiere First und Exclusive zu bewerben. Grüß dein Neffe Jörn aus seinem Heupolster. Schalten Sie auch zur nächsten Folge wieder ein, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht.